Obwohl, erstmal das da. Würde ich aber überlegen, ob ich mein Haus eventuell aus Ziegelstein baue. Da haben wir so viel von. Das wäre ja eigentlich gar nicht verkehrt, glaube ich. So viel haben wir davon auch nicht, ne? Ich habe da schon viel von verbraucht. Aber wir müssen dann wahrscheinlich sowieso noch mal nach unten auf den Grund des Meeres, um Erde zu holen. Weil da werden wir dann noch einiges von brauchen. So, rein damit. Das auch rein. Okay. Nee. Oh, was habe ich denn jetzt mit rausgenommen? Schere kann man mal hier lassen. Das Eisen auch. Und das... Ja, die Leitern nehmen wir mit. Ach, Leitern brauchen wir ja noch ein paar mehr, ne? Habe ich noch irgendwo welche? Da, 25 Stück. Ja, das sollte reichen. Können wir das und das noch auspacken? So. Okay. Ach, ich habe noch gar nicht geschlafen. Huch. So. Dann geht das mal los. Oh, da kommt ganz gemütlich einen Golem an. Das muss definitiv mehr werden mit Monstern hier. In dem Gang. Ich hoffe, zwei Etagen reichen, um da so richtig Action zu machen. Werden sehen, aber zur Not machen wir da eben noch eine dritte drauf. So viel Arbeit ist das nun ja nicht. Das geht eigentlich. Es ist eigentlich immer nur die erste, die viel Arbeit ist. Ja. Okay. Ich muss jetzt gerade mal was gucken. Ja, eins höher muss ich dann noch. Okay. Einmal müssen wir dann hier noch um zu. Dann haben wir es. Dann ist die Etage erstmal fertig. Gehen wir jetzt gerade so rum. Dann Deckel drauf und gut ist. Was ist denn da? Ich hoffe nur, das Holz reicht jetzt also eine ganze Weile. Dass ich nicht unbedingt nochmal los muss, um neues Holz zu holen. So. Ja. Dann machen wir nämlich hier jetzt erst den Boden, bevor ich das Dach drauf mache und muss dann doch nochmal weg. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Ah, es wird nicht reichen. Zumindest nicht ganz. Na, hau dich nicht immer. Das weg, das weg. Dann machen wir hier wieder Fackeln hin. Das wird erstmal reichen. So. Also die Geräusche von den Monstern machen einen ganz schön nervös, wenn man hier im Bauen ist. Und eigentlich immer Schiss hat, dass einen irgendwann ein Creeper auf die Schulter tippt.
So, aber den Boden sollten wir eigentlich fertig kriegen. Hoffe ich. Ja, den kriegen wir fertig. Aber mehr leider nicht. So. So, das haben wir. Das ist doch schon mal gut. So. Ach, hier aufs Dach muss dann ja auch wieder ordentlich Licht, ne? Ich muss unbedingt noch ein paar Fackeln machen. Also, dann düsen wir erstmal wieder. Ah. So, gucken mal. So, noch ein bisschen Holz machen. Ist jetzt ja nicht mehr allzu viel. Da liegt aber ein Haufen Zeugs drin, ey. Da kommt so gar nichts durch am Monster momentan. Spitzhacke, Spitzhacke. Da. Aber wenn ich das jetzt wegmache, geht die Leiter da weg, ne? Ah, verdammt. Das geht doch nicht. Da liegt echt viel drinne. Ah, wie ändere ich das? Wie ändere ich das, dass da nicht mehr so viel drinne liegt? Ja, wie ändere ich das? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Indem ich da irgendwo Wasser hinkippe, wo lege ich, ne? Scheiße. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Also das ist total blöd. Ob sich weiter so viel Eisen hängen bleibt. Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst da rauskriegen soll. Also keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht nochmal einen Schubs kriegen, die Sachen. Das ist echt doof. Aber nicht zu ändern. Im Moment. Ich werde mir da vielleicht nochmal was überlegen. Ich habe gar nichts dabei. Kein Setzling, kein Knochenmehl. Da wird das nichts mit Bäumen machen. Noch mehr? Da. Okay. So. Und jetzt Gas geben. Ich bringe dann jetzt gleich erstmal ein bisschen Holz in den Ofen, dass wir noch ein paar Fackeln bekommen. Ja. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zur Nacht. Und den noch. Da, da, da. So, dann bringen wir erstmal ein bisschen Holz in den Ofen. Der Ofen ist aus. Sauerei.
Naja, ein bisschen ist gut, ne? Ein bisschen Holz. Okay, mach du mal. Wir gehen nochmal an der Monsterfalle vorbei. Schauen mal, ob es da irgendwas zum Einsammeln gibt. Ja, einen Faden. Also wirklich ergiebig ist das hier ja nicht. Aber die sind doch alle da hinten. Das ist halt, man ist einfach zu weit weg dort hinten. Das ist schon, ja. Zu weit weg, um dass die dann auch da hinten spawnen. Aber das Problem werden wir bald beheben. Genau, ich wollte mal irgendwas gucken. Zwei Schweine, drei Schweine. Ah, hier gibt's Eier. Schaf geweckt, ich brauche die Eier. Ein braunes Schaf haben wir schon, das ist schon richtig cool. Also Schaf haben wir jetzt genug. Meine ich jetzt an allen Viechern genug. Das ist völlig in Ordnung. Was mich so ein bisschen stutzig macht, sind echt die Tatsache, dass wir keine Karotten haben. Weil ich gemeint hatte, wir hätten welche. Und irgendwie droppen die ja auch die... Ja, was sie droppen? Nicht, handeln die Dorfbewohner die ja auch nicht. Das ist gemein. Da muss ich eh dann demnächst mal handeln wieder. Ich brauche Redstone. Ich habe so einiges vor zu automatisieren. So ein paar Kleinigkeiten. Ah, das sollte passen. So, dann gehen wir jetzt gleich erstmal schlafen, wenn es dunkel ist. Und dann würde ich auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Das nächste Mal, denke ich, können wir dann gleich wieder an die Monsterfalle gehen. Und da weiterbauen, hoffe ich zumindest. Dass das Holz jetzt hier reicht. Dann. Ja, nicht wirklich. Das ist ganz schön wenig. So, aber wir brauchen ja auch nicht alles, was im Ofen ist, zu Kohle machen. Mal gucken. So. Den noch und dann gehen wir in die Haier. Wo wir gehen nochmal da hinten gucken, war. Ich habe beinahe die Ecke nicht gekriegt. Ah, Eisen. Und Faden, den ich nicht einsammeln kann. Das ist blöd. Aber hier ist alles leer. So. Ins Bettchen. Auspacken. Wo ist der Dings da? Ja. So, das sollte reichen. Genau. So, dann schlafen wir erstmal. So. Und dann gehen wir, das sollte eigentlich reichen, das nächste Mal gleich zur Monsterfalle. Und machen da das Dach drauf. Dass die dann fertig wird und wir dann da, ja, wieder weg können. Und uns um andere Sachen kümmern können. Ja, so langsam wird es Zeit, dass ich Aufnahmepause mache. Kann nämlich schon nicht mehr reden. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.